Seid ihr auch ein so großer Minion-Fan wie ich, dann ist dieses Nail-Design genau das Richtige für euch. Zuerst müsst ihr eure Fingernägel mit einem Base-Coat lackieren, damit euer natürlicher Nagel geschützt wird und sich nicht verfärbt. Ich habe da einfach einen von P2 genommen. Als nächstes lackiert ihr eure Fingernägel gelb, das habe ich aber vergessen. Dann nehmt ihr einen blauen Nagellack, ich habe einen von P2 genommen, und ihr lackiert einfach die Spitze eures Nagels blau. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt einfach einen silbernen Nagellack. Und dann nehmt ihr ein Dotting Tool, taucht das Dotting Tool in die Farbe und dann malt ihr einfach einen Kreis auf den Nagel für das Auge. Und von dem Kreis gehen dann einfach so zwei kleine Striche nach rechts und links. Das ist also die Brille von Minion. Ihr könnt auch zwei Augen aufmalen, wenn euch der Minion mit den zwei Augen besser gefällt. Mir persönlich gefällt der Minion mit dem einen Auge besser, aber das ist euch selbst überlassen. Und während das trocknet, nehme ich so einen schwarzen Striper, also einen Nagellack mit so einer ganz dünnen Bürste und male den Mund auf. Dann braucht ihr einen weißen Nagellack für das Auge. Ganz einfach. Und wenn ihr das gemacht habt, gebt ihr einfach in das Weiß noch einen schwarzen Punkt rein für die Pupille. Für die restlichen Finger malt ihr auch einfach die Spitzen blau an. Für die Latzhose natürlich, für was auch sonst. Und dann nehmt ihr wieder diesen kleinen Pinsel und malt Hosenträger auf. Oder ihr macht einfach eure Finger ganz mit Minions voll, wie ihr auch das haben wollt. Am Ende nehmt ihr einfach nur noch Topcoat und verteilt es auf euren Nägel. Gefällt euch dieses kleine Nageldesign? Wenn ja, gebt doch bitte diesem Video einen Daumen hoch und hinterlasst mir Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!